Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Oh mein Gott, Leute, ich habe etwas von New Craft Day. Ich hatte schon lange nichts mehr aus dem Shop, deswegen freue ich mich umso mehr. Ich habe ein Accessoire und ich habe 4 Bilder und ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin ist, Leute. Und Tüte kann weg, habe ich schon fast wieder vergessen. Ich zeige euch zuerst mal das Accessoire, was ich habe. Das habe ich leider schon, aber macht nichts. Das kann dann gerne mal weiter wandern. Ich habe nämlich ein super schönes Macaron, ist ja gerade super im Trend. Das Rosane habe ich aber schon. Deswegen gebe ich das gerne weiter irgendwie mal gucken, Verlosung oder wie auch immer, Mystery-Paket mal gucken. Und denkt auch dran, ich weiß nicht, ob es schon soweit ist, aber wir haben fast die 10.000 Abonnenten geknackt. Und auch da werde ich eine Kleinigkeit an euch verlosen. Genau, es gibt 2 Verlosungen, einmal für meine Beauty-Zuschauer und einmal für die Painter. Wenn ihr beides gerne mögt, dann habt ihr natürlich eine doppelte Chance. Ja, Macaron. Ich finde das so, so schön. Das ist so eine kleine Dose. Wenn man es aufmacht, hier ist der Deckel. Ist da nämlich Diamond Painting Wachs drin, 4-mal. Das sieht so, so schön aus, unfassbar dekorativ. Und das gibt es in 6 verschiedenen Farben. Ich habe jetzt leider 2-mal rosa und 1-mal lila, ist aber nicht so schlimm. Dann ist da auch was für euch mit dabei. Genau, es gibt 6 verschiedene Farben. Ich hoffe, dass ich die anderen Farben noch bekomme. Man kann sich nicht aussuchen. Das ist immer wie eine kleine Überraschung. Ich mag sowas ja, finde das spannend, hat so einen Sammeleffekt. Genau, so viel dazu. Und dann kommen wir jetzt zu den Bildern. Ich weiß natürlich wie immer nicht mehr genau, was drin ist. Lassen wir uns mal überraschen. Bild Nummer 1. Ah, ich sehe es schon. Ich glaube, das hat eckige Steine. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch ein paar mit eckigen Steinen bestellt. Die gibt es ja jetzt wieder in den Shops und finde ich mega cool. Toolkit ist mit dabei. Oha! Aber ich glaube, das muss ich aussortieren. Das hat ein bisschen gelitten. Aber gut, jetzt lasse ich es erstmal beim Bild mit dabei. Das hat ein bisschen was abbekommen, ist aber nicht so schlimm. Die meisten haben Toolkits zu Hause. Das sind die Steine in Zipbeuteln. Richtig, richtig gut und super gut beschriftet, Leute. Also wirklich richtig gut beschriftet. Mit allem drum und dran, sogar wie viel Gramm das da drin sind. Ist ja der Wahnsinn. Mega. Kann man nicht meckern. Richtig, richtig gut. Und ich zeige euch das Bild und das gefällt mir. Tada! Das ist es. Es ist Stitch. Ah, wie süß. Am Strand mit ein paar Palmen. Sonnenuntergang. So süß. Hier hat man leider wieder diese dicken Striche zwischendrin, aber die gehen noch. Die sind nicht ganz so dick wie auf dem anderen Bild, was ich mal in einem anderen Video gezeigt hatte. Lediglich der hier ist so ein bisschen dicker. Aber die anderen nicht. Das geht noch, weil man das bei den hellen Farben so ein ganz kleines bisschen durchsieht nachher. Aber wenn man es weiter weghält, sieht es dann trotzdem noch ganz schön aus. Und das hat mich nicht davon abgehalten, das zu bestellen, weil es sieht trotzdem unfassbar schön aus, wenn es fertig ist. Folgt mir gerne auf Instagram, da zeige ich die fertigen Bilder und ich habe da auch schon ein paar von gemacht. Genau. Es hat 18 Farben. Nicht ganz so viel, finde ich aber noch in Ordnung. Oh, wow, Leute, das klebt aber wie noch was. Oh, da muss ich ja richtig dran ziehen. Ich zeige euch mal schnell den Druck. Sehr, sehr schöner, klarer Druck. Durch die eckigen Abbildungen sieht es jetzt ein bisschen verpixelter aus, aber ich denke, das wird richtig gut aussehen nachher. Es wird schön rauskommen. Gefällt mir unheimlich gut, ist wirklich ganz, ganz toll. Ich zeige euch mal noch das Vorschaubild. Ich glaube, man konnte das auch schon sehen, wie das gepixelt, also wie das gepainted aussieht. Ich werde alles auf jeden Fall verlinken. Schaut mal vorbei. Das ist das erste Bild. Super schon mal. Kommen wir zu Bild Nummer 2 und auch da habe ich wieder keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwo noch ein Strassbild haben muss, aber ich weiß nicht, ob es hier ist. Gucken wir mal.
Oh, Leute, das ist auch so schön. Das hatte ich mir schon öfter mal überlegt zu bestellen. Oh, das ist so. Oh, das ist unglaublich schön. Toolkit, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das Toolkit, da ist nichts dran. Das Bild hat runde Steine, ist 40 x 30 cm, hat 24 Farben. Und das hier sind die Steine. Wie gesagt, runde Steine. Sieht jetzt erstmal nicht ganz so bunt aus, ne? Aber wenn ihr das Bild seht, ist es doch schön farbenfroh. Ich zeige es euch mal. Das sieht so niedlich aus und es ist ein Faultier. Ich meine, es ist ein Faultier. Doch, das ist es. Oh, das ist so schön, Leute. Das gefällt mir unheimlich gut. Liegt da richtig faul auf dem Ast mit den schönen Blumen. Oh, das sieht so toll aus. Ich finde auch, für dieses Motiv ist die Größe auch wirklich gut gewählt. Gefällt mir mega gut. Hatte ich schon öfter mal im Warenkorb. Und jetzt habe ich es bestellt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich es mir nochmal bestelle und das dann vielleicht mal verlose oder so. Das ist das Vorschaubild. Ach, es ist ein Traum, Leute. Der Druck ist auch unfassbar gut. Klebekraft auch toll. Das hat auch so einen schönen, glatten Kleber. Das liebe ich. Der glänzt so richtig schön. Ganz, ganz tolles Bild. Bild Nummer 3. Das ist eher so ein Herbstbild. Aber es durfte trotzdem noch mit. Ich finde das total cool. Toolkit. Runde Steine. 30 x 40. Ja, es ist ziemlich farbenfroh, das Bild. Es hat schöne, bunte Steine. Die Steine sehen echt gut aus. Sind aber Acrylsteine, aber sehen wirklich gut aus. Und das Bild hat 23 Farben. Ich finde, das sieht so cool aus, Leute. Ich würde alles irgendwie direkt am liebsten anfangen. Das ist das. Oh, ich finde es mega. Also, es gefällt mir richtig gut. Eine Katze, so eine, ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Katzen haben bestimmten Namen. Sind das irgendwie Glückskatzen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, wer sich damit auskennt, darf es gerne mal schreiben. Die sieht hier halt so schwarz aus. Und hier ist das so eine rötlichere Katze. Die hat einen schönen Schal um. Ein paar Blätter fallen hier runter. Dann hat sie hier wahrscheinlich Pumpkin Spiced Latte Macchiato. Mit sehr viel Fantasie interpretiere ich das jetzt mal. Da ist nämlich ein Kürbis drauf. Ach, sieht das schön aus, Leute. Mir gefällt alles so unglaublich gut, dass ich mir irgendwie vorstelle, das alles nochmal zu bestellen und an euch zu verlosen. Das sind so, so, so schöne Bilder. Ich verlinke alles. Ich bin gerade richtig begeistert. Ich zeige euch den Druck. Auch der sieht wirklich, wirklich gut aus. Klebekraft ist auch schön. Toller Kleber. Ach, Leute. So, so, so schön. Und das wird auch gepaintet. Richtig toll aussehen. Kommen wir zum letzten Bild. Und das ist hier drin. Und auch das ist, glaube ich, wieder nicht das Straßbild. Dann kann es zwar anders. Ihr werdet es erfahren. Abonniert am besten, dann verpasst ihr es nicht. Oh, das ist so niedlich, Leute. Ah, das hat mir auch so gut gefallen. 30x30 Bild. Eine schöne, zarte Leinwand hat es, aber ich zeige es euch gleich. Toolkit ist am Start und, oh mein Gott, was ist das für ein krasses Wachs. Leute, das ist ja wirklich richtig krass rot. Selten gesehen, so ein krasser Wachs hier. Cool. Und es hat runde Steine. Jetzt nicht ganz so bunt, wie man sehen kann, aber das Bild ist unfassbar schön. Sogar zwei Legenden auf dem kleinen Bild. Und da könnte man richtig gut mit Leuchtsteinen arbeiten und das in ein Babyzimmer hängen. Dann leuchtet das nachts so. Ich denke, das wird richtig schön aussehen. Ich zeig's euch. Das ist es. Oh, Leute. So niedlich. Der schlafende Bär hier. Wobei, er hat die Augen hier offen. Er schläft ja nicht.
Aber der Bär mit der Nachtmütze und dem schönen hellen Mond mit den Sternen, also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man wahnsinnig gut mit Leuchtstein arbeiten kann. Einen schönen Rahmen außenrum und dann kann man das wirklich richtig gut in ein Babyzimmer stellen. Richtig schön sieht das aus. Hier ist das Vorschaubild. Da könnte ich euch aber empfehlen, arbeitet da mit einem Lightpad, weil das eben viel Dunkel außenrum hat. Aber es ist kein Muss. So sieht das aus. Ja, also hier würde ich schon vielleicht eher ein Lightpad empfehlen. Aber es, wie gesagt, es ist kein Muss. Das war's mit dem Haul. Mir hat alles unglaublich gut gefallen. Ich freue mich drüber. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.